Die Frage der Kybernetik war ein Streitproblem, denn es gab ja die Forschung auch in der DDR, die in Richtung Kybernetik ging, weil da wieder eine Rolle spielte, was man heute ja auch nicht genügend mitbeachtet, die Verflochtenheit der DDR. Wirtschaft mit der Bundesrepublik ist doch auch immer gewesen. Wir waren doch rein rechnungsmäßig Teil der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Denn das gehörte ja mit zu dem Prinzip, dass die Holstein-Problematik beinhaltet, die DDR ist kein eigenständiger Staat. Die DDR kriegte Kredite, wir mussten und konnten mit anderen Ländern der EG handeln, ohne dass wir die Zollschranken für uns hatten. Wir haben doch zollfrei gehandelt in all den Rahmen. Das ist nie nach außen getragen worden. Wir wollten auch keine Neidereien untereinander. Aber damit war auch der Ansatz, darauf zu gucken, bei unseren Leuten, die ob in der Hochschule für Ökonomie mit Kybernetik begannen oder an anderen Stellen versuchten, mit solchen Dingen, die ja dann auch die Entwicklung der Rechentechnik erforderte. Das ist ja nicht nur eine Frage kluger Gedanke, sondern du brauchst ja auch die Voraussetzungen, dass du das speicherst, dass du damit arbeiten kannst. Alle diese Momente waren Streitfragen. Und als ich 1973 nach Dresden als erster Bezirkssekretär ging, sagte der Sekretär für Landwirtschaft und Mitglied des Politbüros Grüneberg zu mir: Du musst dafür sorgen, dass die Sache mit Robert Tronow fährt. So einen Quatsch brauchen wir nicht. Die müssen Konsumgüter produzieren und nicht anfangen, große Rechenmaschinen zu bauen. Und ich habe dafür gesorgt, dass große Rechenmaschinen gebaut werden. Und habe aber in Robert Tronow 1 zusammen mit dem Generaldirektor gemacht. Ich habe gesagt, wir müssen uns jetzt darauf einstellen, 5% müsst ihr Konsumgüter bringen. Und wir schaffen es, dass wir 15% bringen. Und das haben wir geschafft, weil wir Fernsehgeräte, Radios gebaut haben. Also das, was ich neben dieser Produktion mache. Und wir müssen im Rahmen der Kooperation mit der Sowjetunion, in dem ESA-System müssen wir mitführend werden. Das war die Strategie. Und die Führung in der DDR im Politbüro mit Honecker, mit Ferner und anderen waren nicht auf der Höhe dieser Herausforderungen. Und der Sturz von Ulbricht hat viel mit dem neuen ökonomischen System zu tun,